Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein 7 Tage Food Diary zu meiner Low Carb bzw. ketogenen Ernährung. Ich habe mal aufgezeichnet, was ich in einer Woche so esse. Seit Mitte November letzten Jahres ernähre ich mich Low Carb und mache parallel dazu Intervallfasten. Das heißt, ich esse nur noch 2 Mahlzeiten am Tag. Ich habe das so gemacht, dass ich das Frühstück weglasse. Ich mache die 16:8 Methode. Ich esse quasi Mittagessen und Abendessen und das in einer Periode von 8 Stunden. Ich snacke nicht zwischendurch und trinke viel. Und es gibt dann natürlich auch einige Sachen, die ich gar nicht mehr esse, die ich weggelassen habe. Um euch mal zu zeigen, was ich so esse, habe ich mal 7 Tage aufgeführt. Ich habe seit dem 14. November 2019 und heute ist der, ich glaube, 15. 7,5 Kilo abgenommen mit dieser Methode. Und ich bin auch total glücklich und ich fühle mich auch sehr gut. Und deswegen wollte ich euch mal zeigen, was ich so esse. Vielleicht ist das ja Inspiration für andere, die vielleicht auch mal diese Methode ausprobieren wollen. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und habe in meinem Leben wirklich schon viele Diäten ausprobiert. Aber dies ist wirklich das erste Mal, dass ich Erfolg habe. Und deswegen will ich auch unbedingt weitermachen. Ich bin Prädiabetik und habe Insulinresistenz. Deswegen habe ich jegliche Kohlenhydrate, sprich Nudeln, Kartoffeln, Reis, Brot, Kuchen, also ein Kram total komplett gestrichen und selbstverständlich Zucker auch, also auch versteckten Zucker, so Zucker in Ketchup und so zum Beispiel. Ich trinke zu jeder Mahlzeit ein riesiges Glas, circa ein halber Liter, Wasser mit Apfelessig und Zitronensaft. Und vor dem Schlafengehen trinke ich auch noch mal ein kleines Glas mit Apfelessig. Ich bin wirklich nicht sportlich. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise Sport treibe. Ich achte lediglich darauf, dass ich meine Schrittzahl einhalte. Das sind so 8.000 bis 12.000 Schritte am Tag. Das klappt manchmal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber in der Regel halte ich mich schon dran. Und das ist auch das Einzige, worauf ich achte. Also ich mache nicht parallel irgendwie andere Sportarten, Joggen oder irgendwas anderes. Das ist nicht der Fall. Ich kann allerdings bestätigen, dass ich diesen Nachmittagstief überhaupt nicht mehr habe. Diesen müden Turn, der ist komplett weg. Ich bin voll Energie und kriege viel mehr Sachen auf die Reihe. Wenn ihr weitere solche Videos sehen möchtet von mir, wo ich aufführe, was ich gegessen habe und wenn ihr mehr erfahren wollt, was ich noch so geändert habe, seit ich diese Ernährungsumstellung gemacht habe, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann versuche ich weitere solche Videos zu drehen. Wenn das Video euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.